Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist die Tagesschau und das sind die Themen heute Donnerstag. Neue Krawalle. In Nordirland werden die politischen Spannungen immer größer. Der britische Premierminister zeigt sich zutiefst besorgt. Raus an die frische Luft. Eine neue Studie zeigt, wie es in der Kälberaufzucht auch mit viel weniger Antibiotika geht. Ohne Häppchen und Champagner. Zum Feiern gibt es sowohl bei der UBS als auch bei der CS nichts. Das Image der Großbanken ist angekratzt. Fetzen als Kulturerbe. Mit ihren wilden Kreationen gilt Vivienne Westwood als Mutter des Punk. Wir gratulieren zum 80. Geburtstag. Und frostige Nacht, dann aber mild und meist sonnig bei Temperaturen bis 16 Grad. Zuerst nach Nordirland, wo die Ausschreitungen einen neuen Höhepunkt erleben. Die Polizei spricht von Gewalt und Zerstörungswut, wie man sie lange nicht mehr gesehen habe. Ein Grund ist der Sonderstatus Nordirlands seit dem Brexit. Der zum Vereinigten Königreich gehörende Landesteil der irischen Insel, also Nordirland, ist Teil des EU-Handelsraums geblieben. An der inneririschen Grenze finden daher keine Warenkontrollen statt. Dafür ist eine EU-Außengrenze in der Irischen See entstanden und in den Häfen von Belfast finden Kontrollen statt. Die pro-britischen Unionisten fürchten, dass sie vom Königreich abgekoppelt werden. Henriette Engbesen. Jugendliche in Belfast attackieren einen Linienbus mit Feuerwerkskörpern. Andere werfen Molotow-Cocktails über die Mauern dorthin, wo die gegnerischen Gruppen leben. Die Region ist durch den früheren Bürgerkrieg noch immer tief gespalten. Seit mehreren Tagen dauern die Krawallnächte jetzt an. Insgesamt über 40 Polizisten wurden verletzt. Die Ursachen für die Wut sind vielschichtig. Zum einen sorgen die Covid-Restriktionen für Frust, doch der unmittelbare Auslöser war die Beerdigung eines IRA-Mitglieds. An dieser hatten viele Menschen teilgenommen, darunter Politiker der Sinn Féin-Partei. Das verstieß eigentlich gegen die Corona-Regeln, aber die Staatsanwaltschaft sagte, sie werde die Verstöße nicht ahnden. Dieser Entscheid versetzte pro-britische Gruppen in Rage. Die Politiker konnten den Konflikt nicht lösen. Die Folge? Dort, wo die Politiker das Problem nicht lösen, füllen immer jene das Vakuum, die Zerstörung verbreitet. Dieser Konflikt mag der unmittelbare Auslöser sein. Doch die Situation in Nordirland ist angespannt, seitdem das neue Brexit-Abkommen Anfangsjahr in Kraft getreten ist. Der harte Brexit der britischen Regierung hat Grenzkontrollen in der irischen See zur Folge. Die Wirtschaft hat Lieferprobleme und die pro-britische Bevölkerung Nordirlands fühlt sich abgekoppelt vom Königreich. Als Warnung tauchen Graffitis auf. Nein zur Grenze in der irischen See. Und Zöllner erhielten Drohungen. Politiker beider Seiten verurteilen die Gewalt, doch für den Frust haben einige Verständnis. Uns allen ist klar, dass es seit dem Brexit-Abkommen schwelende Spannungen gibt. Wir haben Verständnis für jene, die sich vom Brexit verraten fühlen. Man hat uns eine glorreiche Zukunft versprochen, aber so ist es nicht gekommen. Aktuell laufen Gespräche mit allen Parteien mit dem Ziel zu deeskalieren. Allen ist klar, Ausschreitungen sind ein Rückschritt im fragilen Friedensprozess. Dass sich in Nordirland die Wut in Gewalt und Krawalle verwandle, das komme eigentlich nicht überraschend, sagt unsere Korrespondentin Henriette Engbesen. Unzählige Beobachter hatten während den Brexit-Verhandlungen vor den Unruhen, wie wir sie jetzt sehen, gewarnt. Doch die britische Regierung und nicht zuletzt Boris Johnson haben solche Warnungen, viele solcher Warnungen verharmlost oder ignoriert. Also hat Boris Johnson für sein Brexit-Abkommen teilweise die jetzigen Probleme in Nordirland in Kauf genommen. Für die Region wäre es jetzt wichtig, dass ihre Probleme ernst genommen werden, denn nur dann sind echte Lösungen möglich. Das Militärregime von Burma kennt keine Gnade. Seit dem Putsch lässt es in Burma auf Demonstrierende schießen oder sie einsperren. Jetzt trifft die Repression auch Andersdenkende im Ausland. Der Botschafter in London wurde kurzerhand aus seiner eigenen Botschaft ausgesperrt, als er sich weigerte, in seine Heimat Burma zurückzukehren. Michael Gerber. Seine Sympathien für Aung San Suu Kyi kosten ihn den Job. Botschafter Cho Suomin gestern Abend vor seinem Amtssitz in London, vor seinem ehemaligen Amtssitz. Denn in der Botschaft hat jetzt ein anderer das Sagen. Es ist ein Putsch im Gang, verstehen Sie?
Wer ist im Gebäude? Der Militärattaché besetzt meine Botschaft. Verstehen Sie? Inzwischen hat der Botschafter an die britische Regierung appelliert, den Militärattaché nicht zu anerkennen und diesen nach Burma, offiziell Myanmar genannt, auszuweisen. Der Botschafter selber war gestern von der Militärjunta zurückbeordert worden, doch er weigert sich, nach Burma zurückzukehren. Wir sind hier nicht in Burma, sondern in London. Sie besetzen meine Botschaft. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Die Kritik des britischen Außenministers Dominic Raab am Vorgehen der burmesischen Militärjunta ist undiplomatisch deutlich. Sein Appell an Sie auch. Großbritannien ruft weiterhin dazu auf, den Putsch zu beenden, wie auch die entsetzliche Gewalt, und schnell zur Demokratie zurückzukehren. Gegen die Militärführung kommt es heute auch in mehreren Städten Burmas erneut zu großen Demonstrationen. Angeheizt wird der Protest durch die Verhaftung von Dutzenden von Persönlichkeiten aus Sport, Kultur oder Showbiz. Darunter der Schauspieler und Sänger Paing Takon, der in mehreren Ländern Asiens ein Star ist. Die Verhafteten hatten sich für die Demokratiebewegung stark gemacht. So könne es nicht weitergehen, fordern heute Burmesinnen und Burmesen auch vor der Londoner Botschaft. Sie appellieren an die britische Regierung, den Druck auf die Militärjunta in Burma aufrechtzuerhalten. Sollen Unternehmen weltweit ähnlich besteuert werden? Diese Frage hat jüngst Behörden und Politik in der Schweiz aufhorchen lassen, denn so eine zumindest punktuelle Steuerharmonisierung hätte Folgen für die Schweiz, die versucht, Firmen mit tiefen Steuern anzulocken. Aufgehorcht hat wohl auch Finanzminister Ueli Maurer, nicht nur wegen der Frage an sich, sondern auch wegen der Gerüchte, man stehe international kurz vor einer solchen Einigung. Befeuert hat die Gerüchte nach einer raschen Einigung US-Finanzministerin Janet Yellen. Wir arbeiten mit den G20-Staaten an einer Einigung für eine globale Mindeststeuer, um den Wettbewerb nach unten zu stoppen. Und darum geht's. Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook verschieben ihre weltweit erzielten Gewinne in Steueroasen, um Steuern zu vermeiden. Bei der globalen Steuerreform geht es einerseits um eine globale Mindeststeuer für internationale Konzerne und andererseits um eine Digitalsteuer. Internetriesen sollen nicht nur am Firmensitz Steuern zahlen, sondern auch dort, wo sie ihre Umsätze erzielen. Der Bundesrat beschwichtigte heute, von einem Durchbruch könne keine Rede sein. Das ist noch unsicher, ob es A überhaupt kommt und wenn B in welcher Höhe. Für die Schweiz würde das heißen, dass kein Steuerwettbewerb entsteht, alle Steuern auf der ganzen Welt gleich. Das heißt, die Schweiz müsste andere Vorteile in die Waagschale werfen, wie Sicherheit, Ausbildung der Leute, Verfügbarkeit der Leute. Der Finanzminister will eine möglichst moderate Reform. Zusammen mit anderen Tiefsteuerländern arbeitet er darauf hin. Und damit zur GV, zur Generalversammlung der UBS. Sie fand heute, wie bereits jene letztes Jahr, so statt, nämlich virtuell. Lediglich die Chefs sind physisch anwesend, die Aktionärinnen und Aktionäre nicht. Dadurch entstehen wenig bis gar keine Diskussionen. Dabei gäbe es durchaus Diskussionsbedarf, nicht nur bei der UBS, sondern auch bei der anderen Schweizer Großbank, der CS, die in jüngster Zeit ein Debakel nach dem anderen erlebte. Ja, wie steht es denn eigentlich um die Reputation der beiden Großbanken und damit auch um den Ruf des Finanzplatzes Schweiz? Stefanie Knoll. Der Paradeplatz mit UBS und Credit Suisse. Zumindest symbolisch das Herzstück des Schweizer Finanzplatzes. Doch seit Monaten hagelt es Negativschlagzeilen. Das Herzstück des Finanzplatzes ist angekratzt. Bei der UBS belasten sowohl das langwierige Gerichtsverfahren zu Steuerhinterziehung in Frankreich als auch die Geldwäschereivorwürfe gegen den neuen CEO Ralf Hamers. Die UBS mache trotz dieser Schlagzeilen eine passable Figur, so die Reputationsexpertin, vor allem bei den Vorwürfen rund um Hamers. Da war es dann so, dass die Bank das sofort öffentlich gemacht hat, dass auf der Stelle klar war, was hier vorgeht. Und man hat dann auch gesagt, wir stehen zu Hamers und dabei ist man geblieben. So läuft's, das ist gut. Bei der Credit Suisse sind zuletzt besonders viele Skandale auf Titelseiten gelandet. Erst die Spionageaffäre und der Abgang von Tidjane Thiam, dann Milliardenverluste und Entlassungen von Spitzenpersonal, Stichwort Greensill und Archegos. Feels good, doesn't it?
wenn man innerhalb von ungefähr 6 Monaten an den 4 entscheidenden Stellen in der Bank personellen Wechsel vornimmt. Ja. Das sind riesige Themen, die letztendlich das Vertrauen unterminieren, was man braucht. Längst ist der angekratzte Ruf der Credit Suisse auch ein internationales Thema, so Börsenkorrespondent Jens Korte in New York. Ob dann Konsequenzen gezogen werden, ob einige Kunden zum Beispiel im Bereich Vermögensverwaltung abspringen oder ob auch Talente abwandern bei der Credit Suisse, weil sie schlicht und einfach bei anderen Banken mehr Geld verdienen, weil die Boni teilweise gestrichen werden, das lässt sich zum heutigen Zeitpunkt noch schwer abschätzen. Am Ende bleibt für den Schweizer Finanzplatz im Moment vor allem eine Devise: Schadensbegrenzung. Aus 2 mach 1. In Bern werden die Reduktionen der Tageszeitungen Bund und Berner Zeitung zusammengelegt. Das hat die Besitzerin, die Zürcher Tamedia, entschieden. Durch das Zusammenlegen gehen 20 Vollzeitstellen verloren. Laut Tamedia sollen Berner Zeitung und Bund aber für die Leserschaft als eigenständige Titel erkennbar bleiben. Der Berner Stadtpräsident von Grafenried sprach von einem schwarzen Tag für den Medienplatz Bern. In der Kälbermast ist der Einsatz von Antibiotika recht stark verbreitet in der Schweiz. Diese Behandlung birgt aber auch Gefahren, denn es können Resistenzen entstehen, die sich auch auf den Menschen auswirken. Nun haben Forschende der Uni Bern eine Nationalfondsstudie abgeschlossen und ein Mastkonzept entwickelt, das mit viel weniger Antibiotika auskommt. Christian Rentsch. Diese Kälbchen sollen wachsen, an Gewicht zulegen, ihre 240 Kilogramm Gewicht erreichen. Und das möglichst gesund. Darum hat die Universität Bern in 19 Mastbetrieben ein neues Modell erforscht, das Freiluftkalb. Wir haben die Arbeitsabläufe in der Kälbermast verändert. Die Kälber werden auf direktem Wege von den Landwirten zusammengekauft, ohne sie dabei zu vermischen. Sie kommen danach in eine Quarantäne für 3 Wochen, wo sie auch geimpft werden. Danach werden sie in kleinen Gruppen gemästet. Und was haben die Kälber davon? Die Kälber sind die ganze Zeit an der frischen Luft. Das schützt sie vor Lungenentzündungen. Die Tiergesundheit ist besser. Der Antibiotikaverbrauch konnte beim Freiluftkalb um Faktor 5 reduziert werden. Auch dank der Einzeliglus, in die die Kälber die ersten 3 Wochen nach dem Transport zum Mastbetrieb kommen. Der Zukauf der Kälber stellt den größten Risikofaktor für den Einsatz von Antibiotika dar, da die Kälber aus vielen verschiedenen Betrieben zusammengekauft werden. Zu diesem Zeitpunkt ist ihr Immunsystem noch nicht vollständig entwickelt. Und die Gefahr, dass Keime sich ausbreiten und Krankheiten sich verbreiten, ist vergrößert. Verglichen wurde das neue Modell mit 19 IP-Swiss-Betrieben in den jeweiligen Regionen. Landwirt Hubert Dietrich ist überzeugt vom Freiluftkalb und führt das Modell weiter. Wirtschaftlich geht das VV auf, weil ich weniger oder praktisch gar nichts mehr behandeln muss. Auch keine Abgänge haben durch Tod oder so. Und so rentiert sich das für mich gleich. Das heißt also, Antibiotikaverbrauch tatsächlich ist bei Ihnen auch zurückgegangen? Der ist fast verschwunden. So können Kälbermastställe nach IP-Swiss-Standard aussehen. Mit einem Auslauf ins Freie, ohne Dach. Dieses Modell wird vom Bund mit Direktzahlungen unterstützt. Das neue Modell der Universität Bern ist bisher nicht dafür vorgesehen. Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die Kälber an der freien Luft gehalten werden, aber mit einem Auslauf, der ein Dach hat und eingestreut ist. So können die Tiere nesten im Stroh und so sind sie auch von der Witterung geschützt. Und das System müsste auch als tierwohlfreundlich anerkannt werden, was es im Moment noch nicht ist. Weniger Antibiotikum und mehr Tiergesundheit. Diese Freiluftkälber zeigen, dass ein neues Modell in der Kälbermast Zukunft haben könnte. Vielleicht bessere Zeiten für Kälber, schlechte Zeiten für den Permafrost, für den Untergrund in den Schweizer Alpen, der dauerhaft gefroren ist. Das letzte Messjahr war in hohen Lagen das wärmste, das bisher in der Schweiz registriert worden ist. Daniel Klaus. Mit solchen Messgeräten werden im Permafrost-Messnetz Permos die Temperaturen an der Oberfläche erfasst. Forscherin Janet Nötzli leitet das Langzeitprojekt. Heute hat sie erneut Bilanz gezogen. Wir haben im Rahmen des Schweizer Permafrost-Messnetzes viele neue Rekordwerte verzeichnet im letzten Jahr, und zwar bezüglich der jährlichen Auftauschicht, also die Schicht, die jeweils Temperaturen über Null hat, nahe der Oberfläche bezüglich der Permafrost-Temperaturen und auch der Geschwindigkeit der Blockgletscher.
Blockgletscher, hier im Zeitraffer über 6 Jahre, das sind Schuttmassen mit Eis, die sich talwärts bewegen. Ihre Geschwindigkeit hat sich gemäß den Messungen deutlich erhöht. Eine Folge des erwärmten Permafrostes. Nicht nur an der Oberfläche wird gemessen, auch in der Tiefe, in solchen Bohrlöchern. Je tiefer unten, desto stabiler die Temperatur. Doch selbst in tiefen Schichten sind deutliche Erwärmungen messbar. Etwa beim Schildhorn. Über 20 Jahre hinweg hat die Temperatur in 20 Metern Tiefe zugenommen, um 0,8 Grad. Ist das viel? Die größten Gebiete im Permafrost in den Schweizer Alpen, die haben nur wenige Grad unter Null. Man sagt auch sogenannter warmer Permafrost. Und dann ist 1 Grad Erwärmung bringt uns natürlich schon stark in diese Bereiche, wo wir dann auch Eisverlust haben. Die Resultate der Forscherin sind deutlich. Die Erwärmung des Permafrostes schreitet voran. Die Folge, der Untergrund für Bauten in den Alpen wird instabiler. Und es steige das Risiko von Moorgängen oder Felsstürzen. Im Tessin sind gleich an 3 verschiedenen Orten Waldbrände ausgebrochen. Es brennt derzeit in Gugnasco, Camignolo und im Muccio-Tal. Starker Wind erschwert die Löscharbeiten. Nebst dem Wind begünstigt auch die große Trockenheit die Waldbrände. Seit mehreren Wochen hat es im Tessin nicht mehr geregnet. Im Freien herrscht deshalb ein Feuerverbot. Die Kantonspolizei hat noch keine Angaben zum Ausmaß der Feuer gemacht. Laut Medien ist der Brand in Gugnasco inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Und wieder ist die Gesundheit von Alexei Nawalny akut gefährdet. Er, der vor Monaten einen mutmaßlichen Giftanschlag nur knapp überlebt hatte, ist jetzt nach seiner notabene freiwilligen Rückkehr nach Russland erneut angeschlagen. Es ist die Rede von Lähmungserscheinungen, von Lungenproblemen und offenbar nun auch noch einem Bauchwanddurchbruch. Nawalny befindet sich in einem Straflager östlich von Moskau. Lucia Czerki berichtet. Seit über einer Woche hungert hinter diesen Mauern Alexei Nawalny aus Protest. Seiner Forderung nach medizinischer Hilfe von außerhalb des Straflagers kamen die Behörden bisher nicht nach. Anfang Woche wurde er mit Fieber und Husten auf die Krankenstation innerhalb des Lagers verlegt. Eine Ansteckung mit dem Coronavirus wurde bisher nicht bestätigt. Seine Anwältin befürchtet eine weitere Verschlechterung seines Gesundheitszustands. Wir haben uns bei einem Neurologen erkundigt. Dieser hat uns klar gesagt, dass die Behandlung, die Nawalny im Straflager hält, völlig wirkungslos ist, ja sogar zu einer Verschlechterung seines Zustandes führen könnte. Eine Gruppe von Ärzten aus dem Umfeld von Nawalny reiste diese Woche vor das Gefängnis. Der Versuch der Ärzte, von der Gefängnisleitung zum Oppositionspolitiker durchgelassen zu werden, erwies sich als vergeblich. Ich bin mir sicher, dass nicht die Leitung entschieden hat, dass man keinen Arzt zu Nawalny durchlässt. Dies wurde auf höherer Ebene entschieden. Hätten wir eine normale Regierung, hätte man Nawalny längst behandelt. Man würde Spezialisten zu ihm lassen und es gäbe überhaupt kein Problem. Statt dieser Schande vor der Weltöffentlichkeit. Kurz darauf wurde die Ärztin festgenommen. 3 ihrer Kollegen wurden zu mehreren Tagen Arrest verurteilt wegen, Zitat, Störung der Arbeit des Straflagers Nummer 2. Aus dem Kreml hieß es heute erneut, dass man den Ereignissen um Alexei Nawalny nicht folge. Wie es tatsächlich um die Gesundheit von Alexei Nawalny steht, der gleich hier hinter mir in der Strafkolonie Nummer 2 inhaftiert ist, bleibt unklar, denn weiterhin werden keine Ärzte von außerhalb in die Strafkolonie gelassen. Es zeigt sich deutlich erneut, dass der russische Staat nicht die Gesundheit von Menschen in den Vordergrund stellt, sondern seine eigenen Sicherheitsinteressen. US-Präsident Joe Biden wagt sich auf heikles Terrain. Es geht um das Recht, eine Waffe zu besitzen, was für viele Amerikanerinnen und Amerikaner einen wichtigen Teil ihrer Identität und ihres Freiheitsempfindens ausmacht. Nun nimmt Biden dieses Waffenrecht ins Visier, um die Waffengewalt einzudämmen. Dazu hat er mehrere Verfügungen unterzeichnet. Cornelia Bösch. US-Präsident Biden macht schnell deutlich, dass es ihm ernst ist. Waffengewalt in den USA ist wie eine Epidemie. Als erstes will er gegen sogenannte Geisterwaffen vorgehen. Waffen, die als Bausätze im Internet bestellt werden und keine Seriennummer haben, was der Polizei die Ermittlungsarbeit erschwert.
Selbstgebaute Waffen sind in den USA nicht verboten, aber mit Bidens Verfügung können ihre Käufer künftig überprüft werden. Fakt ist, in den USA sind als weltweit einziges Land mehr Waffen in privatem Besitz, als das Land Einwohner hat. Pro 100 Einwohner ca. 120 Waffen. Kein noch so schrecklicher Amoklauf hat an dieser Waffenliebe etwas geändert. Und die amerikanische Liste tödlicher Schießereien ist lang. Allein letzten Monat sorgten zwei schwere Angriffe für Entsetzen. In Atlanta, im Bundesstaat Georgia, erschoss ein Schütze in drei Massagesalons 8 Menschen. Und nur eine Woche später tötete ein Angreifer in einem Supermarkt in der Stadt Boulder in Colorado 10 Menschen. Biden hatte sich schon als Senator und auch als Vize von US-Präsident Obama für schärfere Waffengesetze stark gemacht. Jetzt, wo er selber Präsident ist, erst recht. Es ist genug, genug, genug. Jeden Tag wird in diesem Land auf 316 Menschen geschossen. 106 sterben dabei. Jeden Tag. Biden strebt deshalb auch ein Verbot kriegsartiger Waffen wie Sturmgewehre an und Regelungen, die eine strengere Überprüfung von Waffenkäufern und Besitzern zulassen. Beides viel diskutierte Schritte mit sehr vielen einflussreichen Gegnern. Die Ankündigungen von US-Präsident Biden zeigten zwar sein Ziel auf, ein verschärftes Waffenrecht, allerdings hätten diese Unterschriften nur begrenzte Auswirkungen und würden die Waffengewalt in den USA nicht grundlegend eindämmen, meint unsere USA-Korrespondentin Vivian Manz. Präsident Biden ist nach den jüngsten Schussangriffen stark unter Druck gekommen, etwas zu tun. Doch für wirklich griffige Waffengesetze braucht er die Zustimmung des Parlaments. Und Biden weiß, dass er gegen den Widerstand von Republikanern und Waffenlobby kaum grundlegende Verschärfungen durchbringen wird. Choose your battles, also etwa überleg dir gut, welche Kämpfe du austragen willst, heißt es ja so schön. Und Biden will derzeit in erster Linie für seinen Infrastrukturplan kämpfen. Die Waffengegner vertröstet er damit, dass die heutigen Verordnungen erst der Anfang seien. Sie nur Modeschöpferin zu nennen, würde ihr definitiv nicht gerecht. Vivian Westwood ist sowas wie eine Rebellin. Auf dem Laufsteg wird mit ihnen ausgefallen. Kreationen aus Karomuster, Nieten und Korsetts, ja auch gerne Mutter des Punk genannt. Und sorgt auch als Polit- und Umweltaktivisten immer mal für Aufregung. Heute wird Vivian Westwood 80, wie Vivekka Kammermann berichtet. Sie ist unangepasst, unberechenbar und unzähmbar. So eigen ihre Persönlichkeit, so eigen ist auch ihr Modestil. Vor allem in den 80er und 90er Jahren war Vivian Westwood in ihrer Zeit stilprägend. Eines ihrer größten Anliegen war dabei immer, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken. Ich will, dass Frauen sich so kleiden, dass sie wichtig aussehen. Du musst dir wirklich überlegen, was du anziehst und was dich wichtig aussehen lässt. So setzt sie auch bewusst auf Punk und wird zur Ikone dieser Bewegung. Wie Stilexperte Jeroen van Rooyen sagt, zu Recht. Punk ist bei Vivian Westwood, glaube ich, so als Haltung immer am Leben geblieben. Es ist so eine, die gegen den Strich bürstet, die Looks macht, die vielleicht nicht auf den ersten Blick verständlich sind. So ein bisschen widerspenstig. Und das ist auch etwas, was gut tut. Da ist sie wirklich eine der wenigen, die so das Augenzwinkern in die Mode bringt. Weniger lustig war wohl dieser Sturz für Model Naomi Campbell. Mit massiv hohen Schuhen wollte Vivian Westwood einmal mehr provozieren. Das tut sie immer wieder auch außerhalb der Modewelt. Sie engagiert sich stark für den Tierschutz und gegen den Klimawandel. Im vergangenen Jahr forderte sie im überdimensionalen Vogelkäfig die Freilassung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. I am Julian Assange. Auch in der Liebe lässt sich die Britin nichts vorschreiben. Ihr langjähriger Ehemann, Chefdesigner Andreas Kronthaler, ist 25 Jahre jünger. Was ich an ihr toll finde, ist, dass sie nicht nur eine eigenständige Modeschöpferin ist, sondern auch eine Persönlichkeit, die für Aufruhr gesorgt hat in der Modebranche mit Positionen, mit Haltungen, mit der Frage zum Leder oder Pelz und auch zum Konsum überhaupt, also weniger konsumieren und so weiter. Also sie ist, obwohl sie nicht die Jüngste ist, sehr modern in ihrem Denken.
Und das auch noch im Alter von 80 Jahren. So wird Vivienne Westwood bestimmt noch für viele weitere Aufreger sorgen. Und bei uns nun zu Binja Seberschmidt und dem Team von 10 vor 10. Wann ist es soweit? Wann kann sich der Großteil unserer Gesellschaft, nämlich Personen unter 65, die keiner Risikogruppe angehören, impfen lassen? Wir haben heute bei allen Kantonen nachgefragt. Und die Unterschiede, die sind frappant. Während es in einigen Kantonen bereits jetzt losgeht, starten andere frühestens im Juni. Und wir machen einen Abstecher nach Bolivien. Die Landschaft um den Uru-Uru-See, einst ein paradiesisches Fleckchen Erde. Doch das Paradies ist keines mehr. Es ist bedeckt von tonnenweise Plastik. Eindrückliche Bilder von einer Putzaktion im Kampf gegen Umweltverschmutzung heute um 10 vor 10. Danke, Binja. Das war's von uns für Sie. Danke für Ihr Interesse. Weiter geht's auf SRF 1 mit Medien und dem Doc-Film Hass gegen LGBTQ. Einen guten Abend weiterhin und bis bald. Thank you.